Drohnen sind die neue große Gefahr auf dem Gefechtsfeld. Doch Rheinmetall bringt nun den ersten echten Drohnenkiller für den breiten Einsatz. Das sind enthüllten Eckdaten. Besonders Kleindrohnen stellen auf dem aktuellen Gefechtsfeld eine große Bedrohung dar. Schlüpfen sie doch unter der vernetzten Luftverteidigung hindurch, aber können mit Kleinsprengkörpern bestückt großen Schaden an leicht gepanzerten Fahrzeugen, Infanteriestellungen und Munitionslagern anrichten. Zwar gibt es Versuche, diese Drohnen mit elektronischen Maßnahmen zu bekämpfen, doch der Einsatz von kinetischer Energie verspricht erfolgreicher zu sein. Doch traditionelle Luftabwehrsysteme sind groß und teuer. Für dies hat Rheinmetall nun eine Lösung auf Basis von militärisch breit eingesetzter Standardwaffen und Munition. Das neue Nahbereichsverteidigungssystem gegen Kleindrohnen von Rheinmetall verfügt über zwei parallel eingesetzte Miniguns im Kaliber 7,62 mm NATO, aufgereiht auf einen Patronengurt in der Ausführung 4x M80 Ball zu 1x M62 Tracer. Soll es auf mehrere hundert Meter Entfernung ungepanzerte fliegende Ziele autonom oder per manueller Auslösung bekämpfen können. Welche Minigun Rheinmetall einsetzt, ist noch unbekannt. In den 2010er Jahren hat Rheinmetall an einem Minigun mit drei rotierenden Läufen gearbeitet, welches für solch einen Einsatz vorstellbar wäre. Die Feuerrate einer einzelnen Minigun läge dann bei 800 Schuss pro Minute. Vorteil des Systems auf Basis des weit verbreiteten Kalibers 7,6 mm NATO wäre die hohe Verfügbarkeit der Munition, der günstige Preis, die einfachen logistischen Verfahren und die Erfahrung breiter Einsatzmannschaften mit diesem Kaliber. Rheinmetalls neues Nahbereichsverteidigungssystem gegen Kleindrohnen soll auf der im September in London stattfindenden DSEI vorgestellt werden. Gleichzeitig will Rheinmetall eine hochmobile, unbemannte Trägerplattform für die Miniguns bereitstellen. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass die Miniguns gegen Drohnen auch abgesessen montiert bzw. auf Gefechtsfahrzeugen integriert werden können.